Die Weiße Runde. Das Magazin für Bildung und Gesellschaft. Redaktion und Moderation Dirk Plasberg. Raus in die Natur, das ist das Motto der heutigen Sendung. Herzlich willkommen zur Weißen Runde. Wir nehmen Sie mit auf einen Ausflug an Stein oder Meer und auch in die Lüneburger Heide. Natur pur. Wir sind nämlich hier im Barfußpark Lüneburger Heide in Egesdorf. Kerstin Albers ist die Geschäftsführerin des Barfußparks. Was erwartet uns hier? Ja, wir befinden uns hier in dem natürlichen Freizeitpark, den es eigentlich hier gibt. Wir haben über 60 Stationen für die Füße, für alle Sinne. Man geht über Steine, Kiesel etc. Und natürlich werden alle Sinne, das Riechen, das Fühlen auch angesprochen. Und Sie haben ganz viele Spiele auch versteckt auf diesem Parcours, der ungefähr 3 Kilometer lang ist. Ja, wir haben auch eine Slackline, wir haben was zum Balancieren und verschiedene Sachen aus Holz, die alle von einer Behindertenwerkstatt angefertigt wurden, wie der Park gebaut wurde. Barfuß gehen, warum ist das so gesund? Ja, es ist eigentlich für den ganzen Organismus gesund. Es sind nicht nur die Füße, die nachher herrlich prickeln. Es ist für den Rücken gesund. Wenn die Füße nur in die Schuhe eingezwängt werden, ist es einfach ungesund. Früher sind wir nur barfuß gelaufen. Ja, und das macht man heute leider viel zu wenig. Und dafür ist dieser Barfußpark gegründet worden. Es kommen jedes Jahr ganz, ganz viele Gäste auch von weit her, weil es einen Barfußpark nicht überall gibt. Nein, es gibt viele kleine Barfußpfade, aber wir sind ein richtiger Barfußpark. Also praktisch ein Park, in dem man die Sinne komplett erleben kann. Und das wollen wir jetzt auch machen. Wir begeben uns jetzt mit einer Gästeführerin auf einen Streifzug durch den Barfußpark Lüneburger Heide. Das Motto ist hier unten ohne. Wir sind hier mit Gästeführerin Karin Nobbe, die wird uns ein bisschen durch den Park führen. Frau Nobbe, was erwartet uns? Ja, schönen guten Tag. Wir haben hier im Barfußpark 62 Stationen. Das heißt, wir beginnen mit Wasser, wir haben Lehm, wir gehen durch Moor, wir gehen über Tannzapfen, wir gehen über Glasscherben. Lassen Sie sich doch einfach mal überraschen. Nachdem wir die Füße ein bisschen bewegt haben, warm gemacht haben, fit gemacht haben, auf den Hacken gegangen sind und vielleicht auch auf dem Fußballen, dann geht es jetzt ab ins Kneippbecken. Wasser treten ist ja schon immer gesund gewesen, ne? Sagte eins Kneipp. Das sagte eins Kneipp und überall, wenn Sie zu Kur gehen, man macht immer Wasser treten. Und gehen Sie mal hier durch das Wasser wie ein Storch und Sie werden feststellen, es tut wirklich gut. Hier sehen Sie schon mal an der Menge an Korken, wie viele Firmen hier im Barfußpark schon mal gefeiert haben. So, und wenn Sie jetzt ganz vorsichtig über die Korken gehen, merken Sie, es ist sehr warm, aber es ist sehr rutschig. Also vorsichtig gehen, festhalten und kleine Schritte machen. So, während es hier schon wieder wehtut, denn hier kommt als nächstes die Steine. Wer es nicht gewohnt ist zu gehen, kann ja zu jeder Zeit rausgehen, denn hier ist es wieder sehr angenehm zu laufen. So, jetzt haben wir die Steine geschafft und jetzt gehen wir über die Baumrinde. Oh, das ist sehr angenehm zu gehen. Es ist sehr vom Regen noch sehr nass, weich und trotzdem es ist angenehm zu laufen. Da wir uns jetzt im Wald befinden, findet man jetzt viele Stöcker. Die habe ich natürlich selber gemacht. Und schauen Sie mal zu, was wir jetzt hier für ein Spiel mit den Füßen machen. Ich stecke das jetzt mal hier zwischen und du nimmst das mal bitte ab. Guck mal, das ist nämlich nicht so einfach, denn wir haben ja immer nur Schuhe an. Und das sieht doch sehr gut aus. Sehr gut, können Sie auch von oben nehmen. Wunderbar, super. Guck, das ist schon mal das Spiel mit den Stöckchen Nummer 1. Ja, die Füße erfahren mit allen Sinnen, ne? Und mal nicht in Schuhen stecken. Das ist ja das Motto hier im Barfußpark Lüneburger Heide. Warum ist es denn eigentlich so gut, wenn man mal ab und zu barfuß läuft? Naja, eigentlich ist es ja gesund für den ganzen Körper. Man geht barfuß, wann macht man das schon mal? Wir haben ja nur immer Schuhe an. Und man merkt ja auch, wie es kribbelt, was für eine Durchblutung man hat. Jeder einzelne Untergrund ist eine Herausforderung für die Füße. Kiesel und Korken, Holzbohlen, Schlamm, Steine, da müssen die Fußmuskeln richtig was tun. Karin Nobbe und ihre Kolleginnen bieten Erlebnistouren für Familien und auch für Schulklassen im Barfußpark an. Spielerisch wird den Schülerinnen und Schülern gezeigt, was sie mit den Füßen alles für ihre Gesundheit tun können. Dazu gibt's viel Wissenswertes über die Natur.
Auch Kindergeburtstage werden im Barfußpark gefeiert, von der Schatzrallye bis zur Führung für Hobbybiologen. Hier haben wir jetzt mal eine mehrstämmige Buche. Schauen Sie sich das mal an. Aus einer Buche kommen mehrere Buchen raus. Und wenn wir jetzt zur Buchenspitze hochgucken, stellen wir fest, dass die Buche schon viel zu groß ist, um nach oben zu gucken. Hier im Barfußpark guckt man nach unten, um eine Buchenspitze zu sehen. Jetzt kommt was ganz Interessantes, das lieben die Kinder besonders gern, und zwar Scherben. Und Sie sehen diese kleinen Scherben, wenn ich mit der Hand hier reibe, habe ich keine Verletzung, weil die Steine sind doch abgerundet. Schauen Sie mal, wie ich hier drauf gehe, es tut gar nichts weh. Und man hat eine wunderbare Massage. So, und am Ende noch einmal die Schuhe und die Füße abputzen, denn das bleibt ja doch immer so vieles hängen. Hier stehen wir mit einem wunderschönen Panoramablick auf den Apfelgarten vor einem Bilderrahmen. Der wird immer sehr, sehr gern genutzt als Bild- und Fotomotiv für Familien, die sich hier verewigen wollen. Maria Sachs, was sehen wir im Hintergrund alles? Im Hintergrund hier haben wir einen wunderbaren Ausblick auf die Lüneburger Heide. Heute ist es leider ziemlich bewölkt, es ist total bedeckt. Wenn wir schönes Wetter haben, kann man bis Buchholz fast gucken, und sowohl Familien als auch Gruppen, die nutzen das hier und haben sozusagen dann mal ein Bild von sich, von ihrer Gruppe mit einem wunderbaren Hintergrund. Das wird unglaublich gern genutzt. Wir haben hier auch zwei Stufen, einmal für die etwas größeren und dann so wie ich für die etwas kleineren. Die können dann auch höher kommen, beziehungsweise kann wirklich die ganze Gruppe sich hier hinstellen und man hat dann verschiedene Etagen. Das ist einfach wunderbar. Sinne spüren, Natur erleben, das ist das Motto hier im Barfußpark Lüneburger Heide. Jan Peters ist der Eigentümer des Parkes. 2008 hat er diesen Park eröffnet. Herr Peters, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, aus diesem Gelände hier einen Barfußpark zu machen? Also ich bin selber Journalist und mache einmal im Jahr oder zweimal im Jahr eine Pressereise als Reisejournalist und war in der Schweiz und in Süddeutschland auf einer Motorradtour, und dort wurde uns damals ein Barfußpfad gezeigt, und die Leiterin, die sagte eben, als wir diesen Pfad durchliefen, abends, wenn ihr zu Hause im Hotel seid oder so, werdet ihr merken, die Füße prickeln und der Körper reagiert auf dieses Barfußgehen. Und da kam mir die Idee, eben einen Barfußpark in der Größenordnung zu bauen. Wir sind hier im Naturschutzgebiet, im Naturpark Lüneburger Heide. Wie sind Sie auf dieses Gelände aufmerksam geworden? Also ich hatte erst ein Gelände in Schleswig-Holstein gepachtet. Ich komme ja selbst aus Schleswig-Holstein und war da auch schon so weit, dass ich dort bauen wollte. Und dann war eine Kollegin, Journalistenkollegin hier aus Ögesdorf, die sagte, Mensch, komm mal hierher, hier ist ein Gebiet, hier ist ein Naturbad, das Aquadies, und rundherum eben wunderschönes Naturschutzgebiet. Und dann habe ich dies hier gesehen und habe das andere sofort aufgegeben und habe dann hier praktisch mit Hilfe des Bürgermeisters haben wir eben versucht, hier dieses Projekt umzusetzen, und das ist uns eben auch erfolgreich gelungen. Sie sagten gerade erfolgreich. Wie erfolgreich ist es mittlerweile nach 9 Jahren? Also wir mussten damals, um hier bauen zu können, das ist ja ein Naturschutzgebiet, war die Auflage, dass wir Sinne erleben mit Barfußgehen kombinieren. Dieser Park hatte 30 Barfußstationen und 30 Stationen, wo Sinne erlebt werden. Also das Hören, das Riechen, das Sehen, das Schmecken, das Fühlen. Und das hat das Projekt damals erheblich verteuert und war fast ein K.O.-Kriterium, das umzusetzen. Aber ich habe es ja doch gemacht. Und das ist heute der Erfolg, der uns sehr viele Besucher bringt. Wir haben immer zwischen 90.000 und 100.000 Besucher pro Jahr. Gute Sommer, schlechte Sommer, ist ganz egal. Die Menschen kommen. Und eben mit den guten Mitarbeitern und motivierten Mitarbeitern haben wir hier eben doch einen guten Erfolg. 9 Jahre existiert der Park schon. Sie sagten gerade erfolgreich, Sie haben sehr niedrige Eintrittspreise. Wie können Sie denn diesen Park finanzieren? Also ich habe immer gesagt, das muss für Familien bezahlbar sein. Und wir nehmen ja für eine vierköpfige Familie einen Eintritt von unter 20 Euro. Und dadurch, dass wir eben die hohen Besucherzahlen haben, lässt sich das eben auch verwirklichen. Also wir haben Mitarbeiter, die den Park pflegen. Wir können die Kosten gut halten. Ich selber habe einen eigenen Beruf. Ich bin Wirtschaftsjournalist, meine Frau ist Lehrerin. Und wir sind noch nicht unbedingt auf Riesengewinne aus Ögesdorf angewiesen. Aber der Park arbeitet sehr wirtschaftlich, wir können hier viele Investitionen tätigen und es ist bezahlbar für die Leute. Und dadurch haben wir eben auch die hohen Gästezahlen hier. Und er macht vor allen Dingen gesund, Barfußgehen macht gesund und beugt auch Schlaganfall vor. Was ist es für Sie? Was macht es aus? Also alle Organe des Körpers sind mit den Füßen verbunden.
und die rechte Gehirnhälfte mit dem linken Fuß, die linke Gehirnhälfte mit dem rechten Fuß. Und es gibt Studien, die sind belegbar, dass wer viel barfuß geht, reduziert Schlaganfall und Herzinfarktrisiken um 50%. Und von den Körpern geht, von den Füßen geht alles aus. Und dieses Wohlbefinden und dieser Gesundheitseffekt ist ein großer Erfolgsfaktor. Die Leute haben Riesenspaß, man kommt wieder zu sich, man kommt Ruhe runter, man basiert sich wieder und gleichzeitig tut man was für die Gesundheit. Also diese Kombination ist, glaube ich, einzigartig im Barfußpark. Ja. 62 Stationen haben Sie jetzt insgesamt. Was ist alles dabei? Also 30 Barfußstationen sind verschiedene Untergründe. Die anderen 30 Stationen sind eben die zum Sinne erleben. Und das ist der reine Barfußpark, der im Naturschutzgebiet ist. Zusätzlich haben wir den Yoga-Wald gebaut. Für alle Yoga-Liebhaber sind da 9 Stationen, um Yoga auszuüben. Und letztes Jahr ist das unser neuer Highlight, ist das Salzineum. Ein Raum, da hat unser Mitarbeiter früher drin gewohnt, ein altes Heidehaus. Das haben wir von außen so gelassen, von innen entkernt und haben da eine Trockensalzinhalation installiert. Man kriegt die höchste Konzentration von Salz in die Luft, in die Bronchien, in die Nase, kriegt man über so eine Trockensalzverfahren. Und man geht in einen salzumkleideten Raum und atmet diese Trockensalzluft ein und hat sofort eine Linderung bei Atemwegserkrankungen oder Neurodermitis für die Haut. Das haben wir letztes Jahr neu gebaut. Also es fließen alle Gewinne eigentlich wieder in dieses ganze Projekt hinein, ne, muss man sagen. Und dieses Salzineum gucken wir uns jetzt mal von innen an. Wir befinden uns hier im Salzineum. Das Salzineum ist ein kleines Häuschen, das ist vollkommen mit Salz ausgekleidet. Die Wände sind voll mit Salz. An den Seiten haben wir beleuchtete Salzplatten. Auch auf dem Fußboden ist Salz. Wir haben hier grobes Salz, auf dem wir stehen, das unsere Fußreflexzonen praktisch massiert. Ja, und dann fragen wir uns natürlich, warum haben wir hier in der Lüneburger Heide ein Salzhäuschen? Salz ist, oder diese salzhaltige Luft, die wir hier haben, die ist einfach sehr, sehr gut für unsere Atemwege. Es ist, wenn man Nasennebenhöhlenentzündungen hat oder Asthma, wenn man Probleme insgesamt mit den Atemwegen hat, empfiehlt der Arzt, in der Regel fahren Sie an die Nordsee. Bei uns braucht man gar nicht an die Nordsee fahren. Wir kommen in die Lüneburger Heide, setzen uns hier für eine Weile ins Salzineum und haben diese jodhaltige, salzhaltige Luft. Ja, und wo wir schon dabei sind, wir haben hier einige Leute und ich möchte gerne mit Ihnen eine Atemübung machen. Setzen Sie sich bitte alle ganz entspannt zurück und dann legen Sie jetzt bitte alle eine Hand auf Ihren Brustkorb und die andere ganz spontan auf den Bauch. Und jetzt konzentrieren Sie sich für einen Augenblick bitte nur auf Ihren Atem. Spüren Sie, wie der Atem ganz sanft erst in den Lungenbereich, also in den Brustbereich geht, wie sich dann sanft der Bauch vorwölbt und beim Ausatmen geht die Atemwelle zurück. Das ist eine richtig schöne kleine Atemwelle. Ganz sanft einatmen, sanft ausatmen. Und dann nehmen Sie noch mal einen ganz, ganz tiefen Atemzug. Öffnen ganz sanft die Augen. Und dann fangen Sie an, sich ganz doll zu räkeln, zu recken, zu strecken, ausgiebig zu gähnen. Das ist hier ausdrücklich erlaubt und gewünscht. Seufzen, gähnen und sich richtig räkeln und recken. Diese Übung ist sehr hilfreich bei Stress. Wenn Sie die regelmäßig machen, hilft sie Ihnen wirklich immer wieder, sich zu erden, zu konzentrieren. Die ist ganz klein und fein. Wenn Sie die täglich ein paar Mal für wenige Minuten machen, ist es so, der Körper und der Geist, der merkt sich diese Übung. Wenn Sie dann in einer Stresssituation sind, reicht es, wenn Sie ganz kurz die Augen schließen und sich diese Übung vorstellen. Dann ist dieser entspannende Effekt einfach da. Hier kann man auch durchatmen, nicht nur im Salzineum, sondern auch im Kräutergarten. Rund 40, 50 Kräuter stehen hier. Und neben den bekannten, die ich hier beispielsweise habe, wie Rosmarin, was richtig wunderbar duftet, haben wir aber auch mal ein paar Kräuter dabei, die man nicht so kennt. Barbara Osterholt kennt sich hier im Kräutergarten aus. Was zeigen Sie uns? Ja, was mich total fasziniert, sind tatsächlich eben die Pflanzen, die weitaus unbekannt sind. Hier zum Beispiel die Taglilie. Was viele nicht wissen, von der Taglilie kann man wirklich alle Teile essen. Also die Blüte ist erstmal wunderschön, die kann man dekorieren oder auch füllen. Das Kraut kann hier verwendet werden wie Lauch. Und was so spannend ist an den Wildpflanzen, die sind den Kulturpflanzen weit überlegen. Die enthalten nämlich unglaublich viel mehr Vitamin C und die ganzen Vitamine sind einfach in einer sehr viel höheren Konzentration vorhanden. Und mich fasziniert das total. Die Gärtner sollen sich nicht ärgern über Wildkräuter, sondern sie einfach essen.
Von Orangenminze bis Currykraut reicht hier die Auswahl. Sogar Cola gibt es hier. Coca-Cola als Kräuter. Und hier haben wir Beinwell. Was ist das denn? Ja, der Beinwell ist so spannend. Das ist eine ganz alte Pflanze. Den haben schon die alten Tempelritter benutzt, wenn sie so schlecht verheilende Wunden und Knochenbrüche hatten. Ja? Das heißt, die haben da einfach so einen Brei draus gemacht und das auf die Wunde gestrichen. Und heute haben moderne Wissenschaftler festgestellt, dass der Beinwell tatsächlich ein bestimmtes Alkaloid enthält, was zellaktivierend und zellerneuernd ist. Ja? Das heißt, die hatten früher schon das Wissen darum. Und der Beinwell ist wirklich eine ziemlich wundertätige Pflanze. Den kann man für viele verschiedene Dinge einsetzen. Ich merke schon, wir gehen eigentlich sehr nachlässig mit Wildkrötern um. Wir lassen sie einfach am Wegesrand stehen. Wir wissen auch gar nicht, was es ist. Dabei kann man unwahrscheinlich viel essen. Absolut. Wegesrand ist auch ein tolles Stichwort. Ich würde Ihnen jetzt gerne einmal den Wegerich zeigen. Den haben schon die alten Römer benutzt. Das hier ist der Wegerich. Ist eine Pflanze, die mich auch total fasziniert. Die heißt tatsächlich Wegerich, weil sie gerne am Wegrand wächst. Und bei der Pflanze ist es spannend. Wir können die Blätter einfach nehmen und die Blätter zu so einer kleinen Kugel rollen, bis der Saft austritt. Und dann können wir damit Insekten Stiche behandeln. Ja, das heißt, der Wegerich ist perfekt für kleinere Entzündungen oder Insektenstiche, besser als jedes Fenestil. Und das Beste ist, er wächst einfach unterwegs. Wenn wir im Wald unterwegs sind, finden wir immer so eine Wegerichpflanze. Ja, worauf ich jetzt am Ende nochmal alle gesundheitsbewussten Gärtner aufmerksam machen möchte, ist der Giersch. Alle Gärtner hassen Giersch oder jedenfalls die meisten. Dabei ist er total verkannt. Giersch hat einen unglaublich hohen Proteingehalt. Man kann ihn roh verwenden oder auch einfach wie Spinat in Lasagne etc. oder in rohen grünen Smoothies. Und ich liebe den Giersch nicht nur wegen seinem hohen Proteingehalt, sondern weil er im Sommer auch einfach wunderschöne weiße Blüten hat. Also nicht ausrupfen, nicht ärgern, sondern einfach essen. Es ist ein Naturpark für alle Sinne. Man kann auch ganz entspannt in der Hängematte mal die Seele baumeln lassen. Oder wie wäre es mal mit einem Zapfenweitwurf, mit den Füßen natürlich, im Tipi-Zelt. Oder wie hier beispielsweise einfach mal über eine scheinbar mühelose Hängebrücke zu gehen. Das ist gar nicht so einfach. Wenn man länger wartet, dann hat man das Nachsehen. Aber ich habe es geschafft. Wir hören das Plätschern des Baches und bevor wir uns dem Moor verschreiben, gehen wir über die wohl kürzeste Hängebrücke der Welt. Aber die hat es auch wirklich in sich. Da muss man wirklich mal das Gleichgewicht trainieren, vor allen Dingen, wenn man barfuß unterwegs ist. Das sind insgesamt, zähle ich, 16 Sprossen. Und jetzt sind wir durch, gehen hier über Steine und jetzt gibt's die Moorpackung. Endlich, Station 24. Und so sieht es aus, wenn wir im flüssigen Zustand durchlaufen. Heute haben wir das ja mal umsonst, denn normalerweise gibt es ja sowas als Moorpackung. Und da müssen wir zum Arzt gehen und fragen, ob wir das kriegen. Und hier darf ich das machen. Hier darf ich richtig durchlaufen. Hier darf ich matschen. Und wie herrlich ist das? So, und jetzt bin ich im zweiten Becken. Und das ist schon wieder ein bisschen wässriger und ist auch wieder sehr angenehm. So, und jetzt kommt das dritte Becken. Und das hat wieder ganz viel Wasser. Und ich sehe schon wieder richtig sauber aus und habe jetzt meine Kur beendet. So, jetzt sind die Füße wieder sauber. Und ich muss sagen, es kribbelt überall. In den Zehen, unter den Füßen, an den Beinen. Und mal sehen, was die ganz vielen Gäste, die sich jetzt auch die Füße schrubben, dazu sagen. Sehr schönes Gefühl war das. Wie eine kleine Fußmassage. Und, und durch die Blutung wurde angeregt. Richtig herrlich. Füße kribbeln jetzt? Ja, die kribbeln. Ja. Ja. Leonie und Melina waren auch im Barfußpark. Wie war's? Also es war gut und es hat auch irgendwie entspannt. Ja? Ja. Welche Station waren denn besonders gut? Also die, wo so mehr Matsch war und ja, wo halt so mehr feuchter war. Mhm. Ja, ich fand's auch auf jeden Fall sehr schön. Und ja, auch den Matsch, sehr entspannt unter den Füßen, aber auch die Korken und Spucheckern und so. Das war mal ein neues Gefühl für die Füße. Auf jeden Fall, ja. Ja, also es war entspannt, aber auch halt irgendwie so, also es war auf jeden Fall was anderes, so als wenn man sonst wie normal halt immer mit Schuhen rumläuft. Moin, ganz kurze Frage auch an Sie, wie war es denn? Ja, das war gut. Nee, richtig für die Fußsohlen, richtig so ein bisschen erfrischend, sag ich mal, so für die Durchblutung. Das war richtig gut. Was hat Ihnen am besten gefallen? Ja, am besten, also diese Abwechslung eigentlich, Matsch und dann auch wieder dieses Kribbelige, das musste sein, das mit die Beine, das fand ich gut. Das fand ich sehr gut. Und jetzt kribbelt es überall? Ja, so ein Bett, ja.
Ja, das ist gut. Sag ich immer. Und wenn die Füße wieder richtig sauber sind, dann ist es noch nicht zu Ende mit der Pediküre. Dann geht es nämlich hier ins Knabberfischbecken. 70 bis 80 Fische sind hier in diesem Becken und die knabbern an den Füßen, was das Zeug hält. Isabel Lauenstein, warum tun die das? Weil sie sich davon wirklich ernähren. Also sie kommen aus dem Kangal in der Zentraltürkei. Dort gibt es sehr wenig Nahrung für die Fische. Deswegen sind sie darauf spezialisiert, wirklich aus wenig noch viel rauszuholen. Und das machen sie gerade an den Füßen. Aber warum knabbern die Fische eigentlich an den Füßen? Weil sie das, wie gesagt, von da, wo sie herkommen, so gewohnt sind, nur so zu Nahrung zu kommen, indem diese ganzen kargen Steine und alles, was ihnen da zur Verfügung steht, wirklich aufs Letzte abknabbern, um noch was Essbares zu bekommen. Ja, was auffällt, es kribbelt unglaublich und es kitzelt auch. Am Anfang war es ganz, ganz stark. Die meisten sagen, es ist am ehesten mit Kohlensäureperlen zu vergleichen, die irgendwie an den Beinen entlang streichen. Und das ersetzt vor allen Dingen auch eine Pediküre, die man sonst anderswo teuer bezahlen muss. Ja, es hat einen ähnlichen Effekt auf jeden Fall. Man kann das auch noch deutlich länger machen. Wir bieten ja jetzt 15 Minuten an und die würden noch weiter fleißig knabbern, bis alles sauber ist. Dann lassen wir die Fische noch ein bisschen knabbern und sagen schöne Grüße an die Füße. Und jetzt wechseln wir den Schauplatz ein paar Kilometer weiter und da geht es tierisch zu. Raus in die Natur, das ist das Motto unserer Sommersendung. Wir sind jetzt zu Gast im Wildpark Lüneburger Heide, in der wunderschönen Lüneburger Heide, wo ganz, ganz viel Natur die Hauptrolle spielt. Hier leben 1200 Tiere, 145 Tierarten haben auf einer Fläche von 60 Hektar ihr Zuhause. Adrian Vohl ist zuständig im Park für digitale Medien. Was fasziniert dich denn hier an dieser Parklandschaft? Ich finde sehr schön, dass der Park sehr naturbelassen ist. Wir haben große Rundwege, man hat ganz viele Plätze, wo man picknicken kann. Der Park ist auch barrierefrei. Das hat natürlich auch einen großen Vorteil. Man kann einen schönen Familienausflug machen und es ist einfach mal nett, mal eine große Runde zu gehen mit der ganzen Familie. Ja, man kann auch im Streichelzoo seinen Spaß haben. Man begegnet hier dem Dammwild mitten auf den Spazierwegen. Und wir haben halt auch noch unsere ganzen Vorführungen. Wir haben die Greifvogelshow, dann haben wir den Wolfsvortrag, dann haben wir einen Tigervortrag, dann haben wir auch eine Fischotterfütterung, was auch sehr spannend ist. Und das begleitet halt den ganzen Tag den Besucher. Es gibt auch ein besonderes Programm, zum Beispiel in den Sommerferien, gerade für Kinder, ganz besondere Vorführungen und auch außerhalb der Ferien. Es ist ja auch so ein bisschen außerschulischer Lernort. Ganz viele Schulklassen kommen hierher, um ganz viel über die Tiere zu lernen. Genau, wir haben unsere Bioschule. Da bieten wir auch schulische Führungen an. Wir haben zum Beispiel auch Ferienprogramm, Junior Falkner haben wir, dann haben wir auch einen Tierpflegertag. Da können sich mal die Kleinen mal wie echte Tierpfleger fühlen. Ja, und Jungtiere sind natürlich in so einem Park das A und O. Auch im Wildpark Lüneburger Heide sind in diesem Frühjahr und Sommer ganz, ganz viele Tiere geboren. Der Tierpfleger Jens Pradl ist bei uns. Wo gab es denn überall Nachwuchs? Oh, wir haben sehr, sehr viel Nachwuchs. Schneeleoparden, wir haben Elchnachwuchs, wir haben Rentiernachwuchs, wir haben kleine Wölfe. Natürlich haben wir auch kleine Ziegen, Dammwild, Poitou-Esel, Zwergesel, Pony. Also eigentlich das ganze Alphabet. Hier ist sehr, sehr viel Nachwuchs im Wildpark Lüneburger Heide. Auch Schweine sind dabei. Genau, die Mastenschweine haben wir gesehen. Mastenschweine, demnächst kommen wieder Wollschweine. Also hier ist durchgehend eigentlich Bewegung und zum größten Teil immer Jungtiere. Zu 90% sieht man alle Jungtiere im Wildpark. Ja, das ist natürlich immer das große Glück eines Tierparkes, wenn Nachwuchs da ist. Und einige der Jungtiere, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Jungtiere sind das A und O in einem Wildpark, wie hier auch im Wildpark Lüneburger Heide, Tierpfleger Jens Pradl, ist der ganze Stolz. Er hat nämlich Schneeleoparden-Babys auf seinem Arm. Wie fühlt sich das an? Traumhaft. Man muss berücksichtigen, Schneeleoparden sind vom Aussterben bedroht. Und das ist schon was ganz Besonderes, Geburten bei Schneeleoparden, auch in Gefangenschaft. Und ja, ist der ganze Stolz im Wildpark Lüneburger Heide.
Wie haben Sie das jetzt geschafft, dass Sie die Jungen von der Mama losgeeist haben und jetzt auf dem Arm halten können? Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Trick 17, ne? Ja, es wird natürlich auch ein bisschen getrickst, aber ich habe auch eine ganz tolle Ebene zu der Mama. Sehr, sehr viel über Vertrauen. Ich streichel sie und ja, ein bisschen getrickst. Und dann habe ich die beiden kleinen, durfte ich mir mal kurz mitnehmen. Was sind das für Tiere? Schneeleoparden, katzenartige Großkatzen. Vom Wesen her sehr, sehr nett, finde ich sie charakterlich. Und bei diesen Tieren geht sehr, sehr viel über Vertrauen. Man hat es eben bei der Mama gesehen. Ich kann hier den ganzen Körper abkraulen durchs Gitter. Natürlich durchs Gitter, man muss berücksichtigen, Schneeleoparden, Großkatzen. Aber man muss Zeit investieren und dann hat man das Herz gewonnen des Tieres, ne? Jetzt sind sie noch so zahm, so klein, wie sie jetzt sind, ne? Ja, sind natürlich sehr zahm. Manchmal werden sie ein bisschen unruhig, aber sie waren jetzt gerade eben im Gehege anderthalb Stunden. Jetzt werden sie auch ein bisschen müde. Es sind noch Jungtiere. Es ist anstrengend draußen, alles die Gerüche etc. Und ja, ich denke, fühlen sich ganz wohl gerade. Was fressen die im Moment? Ich denke mal zu 60-70% gehen sie schon am Fleisch ran, zu 30% gehen sie immer noch mal bei der Mama Aziza an die Milchbar. Aber jetzt ist gerade der Übergang, sie sind jetzt 10 Wochen alt und jetzt geht es langsam los, dass sie immer mehr auf feste Nahrung gehen, Fleisch. Das sind ja Tiere, die vom Aussterben bedroht sind und die Mamas gebären ja auch nicht jedes Jahr, ne? Deswegen ist es so schwierig auch mit dem Nachwuchs. Erstmal ist in Gefangenschaft der Nachwuchs schwierig, sozusagen bei Schneeleoparden. Und sie gebären nur alle 2 Jahre, weil die Jungtiere, so wie diese beiden jetzt, die bleiben 18 Monate bei den Eltern und bei der Mama sozusagen. Und dadurch gebärt sie erst wieder, wenn die Jungtiere weg sind. Also sie kommt in den 18 Monaten gar nicht in den Zyklus der Rolligkeit, wo sie sozusagen aufnahmebereit wäre. Was glauben Sie, wie lange können Sie sie noch auf dem Arm halten? Irgendwann werden sie ja auch größer und kräftiger und werden dann auch ein bisschen wilder? Oh, ich weiß es gar nicht. Ganz ehrlich gesagt, ich hoffe lange natürlich noch. Ne? Es ist schon was Besonderes. Ich denke 1-2 Monate auf alle Fälle noch. Dann würde ich sagen, genießen Sie es. Ich genieße jeden Augenblick immer bei dieser Tierart. Das glaube ich. Sind auch total flauschig und kuschelig und sind total müde. Mensch, sind die süß. Das sagt man ja immer über kleine Kinder. Und so ist das bei den Wölfen hier im Wolfsgehege auch nicht anders. Bei Tierpflegerin Tanja Askani. Erzählen Sie uns ein bisschen über die Wölfe. Wie alt sind die und welchen Charakter haben die? Ja, es sind europäische Grauwölfe. Die sind etwa über 10 Wochen alt. Und die kamen erst vor circa 2 Wochen zu uns. Die sind in einem bayerischen Park geboren. Da war ein ganz großer Wurf. Die Mama hatte ein bisschen knapp mit Milch. Dann hatten sie die zugefüttert. Deswegen sind die auf Menschen gewöhnt. Nach kurzer Angewöhnungsphase sind sie letzte Woche hier im Tierpark umgezogen. Wie ist der Umgang mit den Wölfen? Also sie sind sehr zutraulich, sie kommen gleich an und lassen sich streicheln. Und jetzt haben sie sich aber ein bisschen zurückgezogen. Das heißt, sie brauchen auch ihre Zuflucht. Ja gut, Sie haben gesehen, dass Nitika, das war die Helle, sehr misstrauisch ist. Die hat die Nanny-Funktion übernommen, also Ersatzmutter-Funktion übernommen. Und natürlich nimmt sie das sehr ernst. Also wir hatten uns entschlossen, die Kleinen hier zu Nitika zuerst mal zu integrieren, weil wenn sie 8-9 Wochen alt sind, sind sie zwar entwöhnt, brauchen kein Milch, können selbstständig fressen, aber sie alleine im Gehege zu stecken, das wäre das Gleiche, als wenn man ein 3-jähriges Kind, weil er mal schon mit Löffel essen kann, irgendwo auf die Straße aussetzen würde. Also die wenigeren Sachen sind angeboren, die meisten werden erst erlernt von den Eltern, entweder Geschwister oder eben Eltern. Und so haben die Kleinen die Möglichkeit, alles von Nitika zu lernen, um zu lernen, wie ein Wolf sein soll. Aber auf längere Sicht sollen natürlich die Kleinen eigenes Gehege bekommen. Was fressen die kleinen Wölfe? Ja, Wölfe sind Fleischfresser, klar. Was viele nicht wissen, die fressen gerne auch mal pflanzliche Nahrung, vor allem süße, reife Obst, wie Zwetschgen, Birnen, Apfel, Weintrauben.
Bei uns bekommen die Tiere überwiegend Rindfleisch, aber bei den Jungtieren natürlich brauchen die vor allem auch von kleinen Säugetieren, also Kaninchenfleisch, aber auch Hühnchenfleisch, also Geflügelfleisch und so weiter. Was halten Sie von dieser ganzen Diskussion rund um den ja angeblich bösen Wolf, der die Schafe reißt, der jetzt wieder heimisch wird bei uns? Wir haben Haustiere und wir müssen einfach Verantwortung für die Haustiere übernehmen. Wenn ich meine Enten jeden Abend nicht zumache, dann freut sich der Fuchs. Das heißt, die Haustiere natürlich müssen geschützt werden. Das hat nichts mit Gut und Böse zu tun. Herzlichen Dank. Bitte. Dankeschön. Noch ein Jungtier, ein Poitou-Esel. Geboren im Mai, Jens Pradel, auch seltener Nachwuchs, ne? Ja, Poitou-Esel, also Geburten sind auch nicht so selbstverständlich. Hier haben wir jetzt einen, der ist im Mai, der ist jetzt 3 Monate, macht sich sehr gut. Das ist Hermann. Ja, ist wirklich Hermann? Ja, Hermann ist schon versprochen. Also der geht in Privathände und der zukünftige Besitzer hat den Namen Hermann sich gewünscht. Und jetzt fangen wir bzw. die Kollegen in der Tierpflege schon an, Hermann zu ihnen zu sagen. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Er muss noch ein bisschen bei uns bleiben. Er kann noch nicht von der Stute ganz abgesetzt werden, weil er zum Teil noch ein bisschen Milch trinkt. Und dann geht Hermann auf große Reise. Wohin? Oh, der geht nach Süddeutschland. Ja, da kann man mal sehen, wir sind hier in Niedersachsen, der geht in tiefsten Süden. Sehr gefragte Tierarten, das ist ein kleiner Hengst und ja, wir haben sehr, sehr viele Anfragen gehabt und jetzt geht er im Süden. Ja, muss er noch Bayerisch lernen wahrscheinlich, ne? Ja, ein bisschen, aber das sollten wir ihn nicht beibringen, ich denke, das wird der Besitzer machen. Was sind diese Esel für Tiere? Sind das ganz besondere Tiere, die auch sehr verschmust sind? Doch, sie sind auch verschmust, sie sind besondere, wenn man sich jetzt mal die Ohren anguckt, die haben die längsten Ohren, das sind zottelige Tiere, sehr große Tiere, also jeder hat seine Besonderheiten und das ist beim Poitou halt die langen Ohren, dieses zottelige Fell, die Größe und das zeichnet einen richtigen Poitou aus. Mhm. Und jetzt hat er immer noch Hunger. Ja, Hermann knabbelt ein bisschen bei mir, hat er eben schon so ein bisschen gezwickt und sowas. Ist natürlich sehr neugierig. Wir haben, wenn man jetzt mal überlegt, ich hatte gerade eben Schneeleoparden. Ne, das sind natürlich Gerüche, wo Hermann sagt, oh, bin ich schon im Süden? Nein, das sind natürlich Gerüche, die kann er gar nicht einsortieren. Ne? Und es gab auch Nachwuchs bei den Rentieren, Jens Pradel. 2 Stück gleich. Ja, wir haben hier 2 Jungtiere. Das sind 2 männliche, also sozusagen Böcke bei den Rentieren. Wir sind hellauf begeistert, man sieht die beiden kleinen und die entwickeln sich top. Also es ist eine ganz tolle Geschichte hier. Was haben Sie da in der Hand? Das ist Flechtemoos, das ist für die sehr lebenswichtig. Das importieren wir extra und sie brauchen es von den Nahrungsstoffen. Ne? Und deswegen haben wir, man sieht es hier, Flechtemoos, wie sie das brauchen. Sie wissen, was sie brauchen. Hier kommt der Bulle nochmal, Samu. Na, schon genug. Was fressen die denn sonst? Pflanzen. Sie haben auch nicht umsonst so ein großes Geweih. Damit wühlen sie natürlich auch mal den Boden um an gewisse Wurzeln etc. ranzukommen. Also sind Pflanzenfresser. Sind das besondere Rentiere? Jedes Tier ist besonders. Rentiere zu halten ist sehr schwierig. Von der Haltung her, von der Bodenhaltung her, von der Nahrung her. Und sie sind auch anfällig bei Parasiten, die Jungtiere. Und was ich Ihnen sagte, die Nahrung ist ganz, ganz wichtig. Wenn man sich überlegt, hier die Flechte, den Moos, das lassen wir extra importieren. Das sagt eigentlich schon einiges aus, ne? Um diesen Tieren überhaupt gerecht zu werden. Und sie brauchen es zum Leben, sage ich jetzt mal. Und die Kleinen, die hängen sich immer noch an die Mama? Ja, die hängen sich immer noch ran, hoffen noch mal, dass sie an die Milchbar ran können. Aber zum größten Teil sind sie jetzt auch schon um feste Nahrung. Zum Teil geht es noch mal ran bei Mama, aber zum größten Teil sind sie jetzt selbstständig. Der ganze Stolz auch dieses Wildparks Lüneburger Heide sind Alex und Ronja, die beiden sibirischen Tiger hier in dem Gehege. Wir kommen ihnen sehr, sehr nahe, was man normalerweise ja nicht kann. Direkt hier hinter dem Zaun läuft er und tigert er immer auf und ab. Will er uns begrüßen? Er hat uns eben begrüßt, die sibirischen Tiger. Hier ist jetzt gerade Alex, er hat fast 300 Kilo, eine Schulterhöhe von 1,28, die größte Katzenart der Welt. Und das, was wir jetzt hier machen, das geht alles über Vertrauen. Ne?
Also in meiner Gegenwart ist noch nie was Böses passiert zum Beispiel, sonst würde er gar nicht hierher kommen mit fremden Leuten. Und ja, das ist unser ganzer Stolz. Die größte Katzenart der Welt. Die haben hier ein Top-Gehege, fast 3000 Quadratmeter groß. Und ich denke, ja, das ist ein Aushängeschild des Wildparks Lüneburger Heide. Ronja hat sich da hinten versteckt im Gebüsch, beguckt sich das ganze Treiben erstmal sehr misstrauisch. Ja, sie guckt so ein bisschen die Lage ab. Erstmal muss Alex hier vorne wieder. Und jetzt legt sie sich da hinten hin, es ist alles ruhig und entspannt. Es ist jetzt eigentlich auch noch nicht die Zeit, so wo sie auch reingehen, ihr Futter bekommen und alles sehr entspannt. Wie sieht es da mit Nachwuchs aus? Ah, das ist nicht so einfach bei sibirischen Tigern. Das ist eine ganz, ganz stark bedrohte Tierart. Und da gibt es Programme, das schimpft sich EEP, Europäisches Heilungszuchtprogramm. Und das wird alles koordiniert. Und das geht auch nach Ranking, nach Blutlinien. Und wir haben bis jetzt noch keine Genehmigung bekommen. Das muss genehmigt werden, weil es muss natürlich auch, ich sage jetzt mal, so eine Katze gebärt 3-4 Jungtiere, die werden alle spätestens mit 3 Jahren geschlechtsreif, sie sind Einzelgänger. Und würde man 2 geschlechtsreife Tiere der gleichen Geschlechter, 2 Katzen, 1 Kater, da wäre Bewegung, sage ich jetzt mal. Und deswegen wird das alles koordiniert, weil man muss wissen, wohin mit dem Nachwuchs. Es gibt keine Auswilderung. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig, dieses Programm. Und würde man heute eine Genehmigung kriegen, wüssten die schon ganz genau, wo die in 2 Jahren hingehen. Sonst würden sie gar keine Genehmigung empfehlen. Ortswechsel vom Wildpark Lüneburger Heide zieht es uns jetzt ans Steinhuder Meer. Wir sitzen auf einem Auswandererboot und genießen die Sonne. Die herrliche Sonne, die wir in den Sommerferien zu schmerzlich vermisst haben. Willi Rehbock, der Leiter der Steinhuder Meer Tourismus GmbH, welche Funktion hatten die Auswandererboote früher? Ja, sie sind auch auf dem Wasser gefahren, aber Deutschland war ja geprägt von der Kleinstaaterei. Und auf der Südseite des Steinhuder Meeres war man im Fürstentum Schaumburg-Lippe. Und auf der Nordseite des Steinhuder Meeres war das Königreich Hannover. Und da ist man mit diesen Booten sozusagen von einem Fürstentum in ein Königreich ausgewandert. Daher der Name Auswanderer. Steinhude ohne Tourismus würde eigentlich gar nicht existieren heute, ne? Ja, zumindest nicht so, wie es jetzt existiert, gar keine Frage. Wir haben ja das Problem, dass wir hier keine Landwirtschaft betreiben konnten, weil wir sehr karge und arme Sandböden haben rund um Steinhuder Meer. Und so hat sich Steinhude zu einem Fischer- und Weberort entwickelt. Und die Weiterentwicklung des Fischens und Webens ist sozusagen der Tourismus. Es gibt kaum eine Familie, die nicht irgendwie mit dem Tourismus zu tun hat. Ferienwohnungen, Vermietungen auf jeden Fall. Aalräucherei ist ein Stichwort. Museen sind natürlich auch Anlaufpunkte. Was gibt's noch rund um das Steinhuder Meer? Naja, wir haben viele Freizeitangebote. Wenn wir erst einmal aber bei den Unterkünften bleiben, ist es so, dass wir auch Hotels haben. Sehr viele Ferienhäuser und Ferienwohnungen, weil wir ja ein Gebiet für Familien mit Kindern sind, die sehr gerne in Ferienwohnungen unterkommen. Wir haben ganz besondere Unterkünfte, wie beispielsweise auf der Inselfestung Wilhelmstein. Das ist natürlich sehr besonders, auf so einer kleinen Insel untergebracht zu sein. Aber auch traditionelle Dinge wie eine Jugendherberge am Nordufer des Steinhuder Meeres. An Freizeitangeboten gibt es auch eine Fülle. Natürlich gehört alles, was mit Wassersport zu tun hat, dazu. Das ist bei gutem Wetter sehr prima, aber auch die musealen Einrichtungen, die Kirchen sind sehr sehenswert. Und es gibt einen Kletterpark, einen Golfpark, einen Dino-Park, also jede Menge zu erleben. Was macht denn für Sie die Faszination des Steinhuder Meeres aus? Wir sind ein sehr flaches Gewässer, das sich sehr schnell aufwärmt, sodass man relativ schnell bei angenehmen Temperaturen einfach auch baden gehen kann. Wir haben die Subs als modernes Angebot. Wir haben aber auch Paddler drauf. Wir haben die Surfer drauf. Wir haben die Kitesurfer hier, sodass man auf engstem Raum im Prinzip unheimlich viele Wassersportarten durchführen kann. Und das ist für mich schon etwas Besonderes, was sonst so woanders nicht unbedingt möglich ist. Ja, und die Bootsfahrten sind natürlich auch eine Attraktion. Die Bootsfahrten mit dem Auswanderer bei so einem Wetter, was gibt es Schöneres? Ich meine, wir erleben es ja gerade selbst, das ist wirklich ganz herrlich. Aber wir haben auch große Motorschiffe hier am Steinhuder Meer, 3. Eine fährt immer in die Linie, verbindet den Wilhelmstein mit dem Nord- und Südufer. Das andere ist für Gruppen vorhanden und das dritte Schiff fährt Rundfahrten ums Steinhuder Meer, sodass man da sich auch hinsetzen kann, auch bei schlechtem Wetter drinnen sitzen kann, eine Tasse Kaffee oder ein Würstchen essen kann, sodass da auch ein sehr, sehr angenehmes Angebot ist. Wir wollen das Steinhuder Meer auch aus biologischer Sicht untersuchen.
Tier- und Pflanzenwelt ein bisschen ergründen mit einem Diplombiologen. Natürlich kommen wir auch an der Aalräucherei nicht vorbei. Und es gibt einiges hier am Steinoder Meer zu entdecken, zum Beispiel auch an der Badeinsel. Ja, die Badeinsel ist Anfang der 70er Jahre künstlich aufgeschüttet worden. Hier in dem Bereich gab es zwar immer schon eine Sandbank, die ist aber künstlich sozusagen erhöht worden. So hat man hier als Insel eine Möglichkeit zu baden. Die Insel selbst bietet einiges. Wir haben eine wunderbare Sandfläche, auf der man wirklich dieses klassische Strandfeeling haben kann. Wir haben aber auch eine Rasenfläche, wo dann häufig Ball gespielt wird. Eine Ecke, wo Zeltlager stattfinden, eine Gastronomie drauf, die natürlich auch direkt am Wasser ist, sodass diese Insel wirklich multifunktional genutzt wird. Und ganz toll sind die Spielplätze, die da drauf angelegt sind, dass man auch, wenn man gar nicht baden kann, die Badeinsel durchaus nutzen kann. Wir stehen hier auf der Beobachtungsplattform am Nordostufer, Neue Moorhütte. Und das Steinoder Meer mit seinen 30 Quadratkilometern Seefläche bietet natürlich für Tiere und Pflanzen einen unglaublich tollen Lebensraum. Durchschnittlich 1,35 Meter tief ist das Steinoder Meer, an einigen Stellen aber auch ein bisschen tiefer. Deswegen wollen wir das mal biologisch ergründen mit Diplom-Biologe Wolfgang Nülle, der jetzt einen kleinen Streifzug mit uns unternimmt. Herr Nülle, warum ist dieses Steinoder Meer für Tiere und Pflanzen so spannend und interessant zu erkunden? Der Naturraum Steinoder Meer bietet zahlreichen Tieren und Pflanzen die Möglichkeit, hier im Gewässer und im Übergang zum Gewässer hin zu siedeln und sich auszubreiten. Wir haben ja nicht nur die freie Wasserfläche hier, wir haben Schilfzonen, Röhrichtgürtel beispielsweise. Da, wo es ein bisschen windberuhigter ist, wo wir windberuhigte Buchten hier am Steinoder Meer vorfinden, da können sich Schwimmblattpflanzen ansiedeln, die Seerosen beispielsweise, die weißblühend hier vor uns zu sehen sind. Im Übergang dann zur Schilfzone hin bis zu Bruchwäldern. Also Niedermoorausprägungen mit einer Vielzahl von Pflanzen und Tieren eben und auch im Bereich der Hochmoore. Hier gerade am Nordostufer des Steinoder Meeres gibt es einen Hochmoorbereich, das Tote Moor, so nennt man es hier, ist mit 30 Quadratkilometern Fläche noch mal genauso groß wie die eigentliche Steinoder Meerfläche und ist natürlich ein interessanter Bereich für hochmoorspezialisierte Organismen. Einige Gebiete sind ja auch für Touristen dann auch tabu, ne? Ganz genau. Das sehen Sie auch, wenn Sie hier rausschauen vor uns, eine Bojenkette, die sich hier am gesamten Nordufer entlang zieht. Das bedeutet eben auch für die Sportbootfahrer, das ist eine Uferzone, die darf ich nicht befahren. Und von der Landseite her kann ich aber als Erholungssuchender über Stege werde ich geführt, über Beobachtungsmöglichkeiten. Das ist nicht nur diese Plattform hier am Nordostufer, das sind auch Türme, die hier aufgebaut sind, wo man sein Fahrrad stehen lässt, über einen kurzen Fußweg dann diese Türme erleben oder erreichen kann. Und dann eben mittendrin steht in diesen Kernzonen. Das Steinoder Meer haben wir der Eiszeit zu verdanken. Wie ist das genau entstanden? Ja, das Steinoder Meer ist am Rande der letzten Eiszeit entstanden, so vor rund 14.000 Jahren. Man vermutet, dass hier in diesem Bereich gefrorenes Grundwasser sich befand. Ein riesen Eisblock im Prinzip, gefrorenes Grundwasser eben, der dann, als es allmählich wärmer wurde, am Rande der letzten Eiszeit geschmolzen ist und zu einer Sackung im Untergrund geführt hat. Und so vermutet man, ist auch das Steinoder Meer entstanden. Und das jetzt eben beschriebene Moor, das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Jetzt sind wir im Hochmoorbereich am Steinoder Meer mit Diplombiologe Wolfgang Nülle. Was man hier sieht, ist erstmal eine Heidefläche und man denkt, man wäre in der Heide. Von Moor ist oberflächlich erstmal nichts zu sehen. Ja, das könnte man vermuten. Der Blick trübt aber etwas. Aber Heidekrautpflanzen wachsen häufig da auf, wo nährstoffarme Standorte vorherrschen. Da können häufig Heidekrautpflanzen als Pionierpflanzen im Prinzip sich ansiedeln und dann allmählich Humus auch aufbauen, eine Humusschicht akkumulieren auf diesen Standorten. Und so finden wir hier auch die Besenheide, wie sie beispielsweise auch in der Lüneburger Heide wächst, aber auch die Glockenheide, eine Pflanze hier, die so glockenförmige Blüten hat, auch eine Heidekrautpflanze. Und ganz typisch für die Hochmoore die Rosmarinheide. Die finden Sie auch hier in diesen Bereichen. Und der Untergrund ist hier in der Heide nicht gräulich, sondern hier im Hochmoor ist der grünlich oder gelblich gefärbt. Und da muss man aufpassen, wenn man da hineintritt. Denn das kann ich Ihnen einmal demonstrieren. Wenn man hier mal ein in diesen Hochmoorkörper hineinbohrt, Sie sehen das hier. Hier hat man gute Chancen zu versinken.
Wir sind hier vier Meter vom mineralischen Grund entfernt, den die letzte Eiszeit hier abgelagert hat. Und darauf hat sich eine mehrere Meter dicke Torfschicht gebildet und da stehen wir im Moment obendrauf. Jetzt gibt es das Hochmoor, aber wir haben auch das Niedermoor. Genau, Hoch- und Niedermoore finden wir hier am Starnberger Meer. Ein Niedermoor ist etwas ganz anderes. Es liegt immer noch im Einflussbereich des Gewässers des Starnberger Meeres. Es bildet sich ja auch als Verlandungszone eines Gewässers. Wir haben ein sehr großes Nährsalzangebot in den Niedermooren. Wir haben vom pH-Wert ausgeglichenen pH-Wert. Das ist hier ganz anders. In einem Hochmoor haben wir einen pH-Wert, der liegt so bei 2,7 bis 3,5. Also extrem saure Verhältnisse hier. Das ist ganz anders im Niedermoor. Und so wachsen auch im Niedermoor viele Pflanzenarten, viele verschiedene Pflanzenarten. Und im Hochmoor finden wir eben besonders spezialisierte Pflanzenarten. Heidekrautpflanzen, aber auch den Sonnentau beispielsweise, eine fleischfressende Pflanzenart, die diese nährstoffarmen Standorte gut besiedeln kann, indem er Stickstoff beispielsweise über Insekten hier sich verfügbar macht, indem er Insekten fängt. Wir befinden uns hier auf einem Steg im sogenannten Niedermoorbereich, ungefähr 50 Meter vom See entfernt. Wir haben gesehen, auf der einen Seite die Wasserfläche mit den Übergangsbereichen, Röhrichtzone, Schwimmblattzone, sind wir jetzt hier aber in einem ganz anderen Lebensraum. Immer noch Niedermoor, aber ganz anders ausgeprägt. Hier wachsen Bäume, richtige Wälder, Erlenbruchwälder, Erlensumpfwälder in diesem Niedermoor hinein. Und die Erle ist eine besondere Baumart, die auch das ganze Jahr über mit ihren Wurzeln im Wasser stehen kann. Das macht dieser Baumart überhaupt nichts aus. Dieser Niedermoorbereich ist ja auch für Tiere ein fantastischer Lebensraum. Ja, hier können sich verschiedene Säugetierarten auch zurückziehen. Hier Rehwild sogar, auch Wildschweine findet man hier, aber auch verschiedene Vogelarten. Röhricht brütende Arten ein bisschen weiter zur Wasserseite hin. Aber der Pirol beispielsweise, der auch in diesen Erlenbruchwäldern gerne brütet. Hier in diesem Bereich sind wir im Niedermoor. Auch dieser Weg, der Rundweg, der hier als Fußweg nutzbar ist, ist durch das Niedermoor gebaut. Und hier hinter mir ein Bereich, wo man auch durchaus versinken kann. Man sieht, das sieht vielleicht nicht ganz so solide aus und trittfest aus, aber wenn man hier einen Schritt daneben wagt und sich hier nicht auskennt, dann geht man durchaus bis zur Brust oder tiefer, versinkt man hier in diesem Niedermoorboden. Da sind Niedermoortorfe aufgelagert, darunter liegt noch eine Mudde, die der See hier als Wassersediment abgelagert hat und darauf aufgewachsen eben dieser Niedermoorbereich mit den typischen Pflanzenarten. Das Starnberger Meer ist ein Wassersportparadies, deswegen zieht es am Wochenende 60.000 Tagesgäste hier allein zum Starnberger Meer. Dazu kommen natürlich die ganzen Übernachtungsgäste. Frank Witt-Mershaus betreibt eine Wassersportschule und ein Strandhotel, kennt sich also hier bestens aus am Starnberger Meer. Was ist hier alles möglich? Ja, hier ist einiges möglich. Also ich bin selbst seit über 20 Jahren leidenschaftlich am Starnberger Meer. Wir können hier von Katamaran segeln, Jollen segeln, Windsurfen, Kitesurfen, und natürlich den neuen Trend Stand-Up-Paddling hier auf dem Starnberger Meer erlernen und sehr schön umsetzen. Heute haben wir tolles Wetter, aber kaum Wind. Da ist also nicht so viel möglich, Wassersport auf dem Starnberger Meer dann, ne? Na, ich sage mal jein, sag ich mal. Wo wir jetzt gerade drauf sitzen, dafür brauchen wir natürlich keinen Wind. Das ist natürlich optimal. Oder auch natürlich Yoga oder Fitnesslevel, was wir da drauf auch umsetzen können. Und natürlich, sage ich mal, Katamaransegeln bei wenig Wind geht natürlich auch. Aber das ist natürlich heute optimal. Besser geht es nicht. Was ist denn das Highlight wassersporttechnisch am Starnberger Meer? Also was ist am beliebtesten im Moment? Das Highlight ist, sage ich mal, unter den Jüngeren und, sage ich mal, mehr Extremen ist das Kitesurfen. Weil da kann man extreme Moves machen. Man hat auch schnelle Lernerfolge. Das ist wirklich gerade angesagt. Und gleich dahinter als neuer Trend oder was sich daraus entwickeln kann, ist Stand-Up-Paddling. Und der neueste Trend ist Yoga auf dem Wasser. Das ist jetzt das ganz Besondere, was zum Beispiel Diana Andrews-Thiele anbietet hier am Starnberger Meer. Wie funktioniert das? Wir haben hier Bretter, diese Subs, die werden hier an diese Insel angedockt und dann sitzt du hier in der Mitte und machst die Yogastunde. Womit? Wir fangen erstmal ganz langsam an. Yoga ist wirklich für jeden geeignet. Wir fangen an mit ein paar Übungen zum Warmmachen und anschließend erzähle ich denen so ein bisschen was über Atemtechniken. Machen wir halt auch auf dem Board und ja, leichte Übungen. Und es gibt natürlich auch Leute, die fortgeschritten sind. Da können wir dann halt auch ganz anders arbeiten. Und man kriegt schnell das Gleichgewicht beim Yoga. Also das ist halt so eine Ausbalancierung, was man am Anfang so ein bisschen befremdlich ist, aber da kommt man ganz, ganz schnell rein. Also es ist wirklich eine super schöne Erfahrung und wer einmal auf dem Board Yoga gemacht hat, der möchte nichts anderes mehr machen. Das Wasser plätschern hört man natürlich, diese Ruhe,
diese Ausgeglichenheit. Aber was ist auf so einem kleinen Zap alles möglich? Ich meine, da kann man natürlich nicht alles drauf machen, weil irgendwann rutscht man ab und dann fällt man ins Wasser. Kann passieren, aber eigentlich kann man so gut wie alles auf dem Board machen. Also ich kann den Kopfstand auf dem Board machen. Es gibt, wie gesagt, spezielle Yoga-Boards, die etwas breiter sind, etwas tiefer, dass die einfach besser im Wasser liegen. Und von daher kann ich eben alles praktizieren auf dem Board. Das macht ganz, ganz viel Spaß. Und wenn man ins Wasser fällt, dann ist es eine kleine Erfrischung und man hat auch noch was zu lachen. Also es ist schön. Was ist denn das Besondere auf dem Wasser? Bekommt man da eine besondere Entspannung hin? Ja, man kann ganz, ganz schnell abschalten. Also man ist wirklich, wenn man vom Board kommt nach der Yogastunde und anschließend vielleicht noch ein bisschen paddelt, ist es wie so ein kleiner Kurzurlaub. Also es ist wunderschön. Wie lange gibt's das jetzt schon? Das ist eine ziemlich moderne Sache mittlerweile. Also Yoga, alte Tradition mit modernen zu vermischen, und es ist eigentlich eine super, super schöne Sache. Rahel, Hanna und Jessica haben mitgemacht bei diesem Yoga-Sub. Wie war's denn? Sah so einfach aus. Ja, so einfach war das gar nicht. Also so balancieren auf dem Brett muss man schon ein bisschen sich konzentrieren. Aber es hat Spaß gemacht, war interessant mal dabei zu sein. Der Kopfstand war ein bisschen schwierig, ne? Ja, doch, da braucht man echt viel Konzentration und auch sich da hochzudrücken ist echt, da braucht man viel Kraft für, also ja. Wie war denn das Gefühl, Yoga auf dem Wasser zu machen? Also es ist auf jeden Fall was ganz anderes als so im Raum, glaube ich, weil es einfach eine ganz andere Erfahrung ist, so mitten in der Natur. Ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ja, Faszination Stein oder Meer, ob am Wasser oder auf dem Wasser. Was ist denn für Sie so entscheidend, dass Sie immer wieder hier zurückkommen? Wir sind hier in der Region aufgewachsen und sind vor 10, 15 Jahren weggezogen. Und jetzt, wo wir zwei Kinder haben, war es für uns mal eine gute Möglichkeit, um hier wieder zurückzukehren und uns in die Region mal wieder anzuschauen mit den Kindern. Und wir waren eben gerade in Steinhude und sind gerade wieder auf die andere Seite gefahren, um noch mal ein bisschen ins Wasser zu gehen. Ja, was macht es denn aus, die Faszination, dass Sie hier Erholung suchen? Sehr unkompliziert, man geht einfach kurz an den Strand, wir haben vorne das Auto geparkt. Man muss auf nicht allzu viel achten, außer dass die Kinder nicht zu tief ins Wasser gehen, aber ansonsten ist hier alles sehr entspannt und ruhig. Das gefällt uns sehr gut. Was ist das Besondere hier am Stein oder Meer? Die Natur oder auch einfach das Wasser? Das Wasser absolut auch, aber auch die Natur, ruhig, entspannt alles, eigentlich perfekt, gerade mit kleineren Kindern. Was fasziniert euch denn hier am Stein oder Meer Urlaub zu machen? Das ist einmal so die Promenade und dass man halt das Wasser auch mit einem kleinen Bötchen auch genießen kann. Ganz schön. Und das hier mitten im Land, wo weit und breit Wasser fehlt, da ist so ein Fleckchen mit Wasser schon sehr angenehm, ja. Deswegen haben wir heute auch den Tag genutzt, einfach mal rauszukommen und mit den Kindern dann so ein bisschen, ja, die Natur zu genießen, ne? Steinhude ohne Aal ist so etwas wie Strand ohne Sand. So kann man sich das vorstellen. Seit 1801 gibt es Schwers Aalräucherei, eine von zahlreichen Aalräuchereien hier in Steinhude. Und Heinz Schwer führt dieses Unternehmen in der 8. Generation. Er hat Fischer gelernt und jetzt räuchert er die Aale. Wieso ist eigentlich diese Verbindung von Steinhude und dem Aal so miteinander verwoben? In den 50er, 60er Jahren, wo das wirklich mit Aalfang losging, da wurde es, oder der Fang immer mehr wurde, da hat man den Tourismus eben halt den Aal zugeschustert, mehr oder weniger. Aber die Fischerei ist ja schon viel älter. Damals musste zum Fürsten zu Schomburg-Lippe Fisch abgegeben werden, denen das Gewässer gehörte. Also es ist im Laufe der Jahre einfach immer weiter gewachsen. Ne? Und von daher ist der Aal halt unser Aushängeschild von Steinhude. Ja, und er wird ja auch noch aus dem Stein oder Meer gefischt, allerdings natürlich nicht komplett die Bestände, die Sie hier verarbeiten. Ja, das ist, sollte eigentlich jedem klar sein, dass man die Mengen, die in Steinhude verkauft werden, nicht alle hier fangen können. Die Tradition ist für uns ganz, ganz wichtig, die Fischereitradition, dass wir wirklich noch Aale hier fangen können und auch nicht wenig hier fangen, aber den Bedarf, den kann man leider nicht abdecken. Sie haben hier Lebendaale, das heißt also, die werden erst dann geräuchert, wenn sie auch reif sind, wenn sie also auch diese Mengen brauchen. Ja, also wir bevorraten die Aale bei uns in den Hälterbecken, wo sie eben halt immer Frischwasser kriegen, Sauerstoff kriegen und wo sie eben halt dann für uns als Vorrat aufbewahrt werden und wir sie dann nach Bedarf, nach Menge, wie wir sie brauchen, entnehmen, schlachten und dementsprechend dann eben halt verarbeiten. Warum ist eigentlich geräucherter Aal so eine Delikatesse? Ach, warum ist das Delikatesse? Ja, es ist von Generationen her. Aal ist eben halt sehr, sehr fett. Wie viel Fett?
Circa 25%. Und ich glaube, das war früher ganz, ganz wichtig. Fett ist Geschmacksträger. Früher gab es genauso wie die schöne Schweinesparte, die sie heute viel früher gegessen haben. Heute geht da kaum noch einer bei, sage ich immer. Und genauso ist mit der Generation Aal. Die wird leider immer weniger. Die älteren Leute, die wirklich viel Aal gegessen haben, die, ja, ich sag mal auf Deutsch gesagt, die sterben einfach weg. Und die ganz jungen Leute werden noch nicht so wirklich rangeführt. Und daher ist es bei uns mit dem Aalverkauf die letzten Jahre eben mal so ein bisschen schwieriger geworden. Deswegen haben Sie jetzt auch so ein Selbstbedienungsrestaurant entwickelt, in dem Sie auch andere Fische auf der Karte haben? Ja, selbstverständlich. Es ging damals los, dass die Leute eben hier bei uns auf dem Hof den Aal direkt aus dem Ofen essen wollten. Und dann haben sie ihr Brötchen oder ihr Brot dabei gekriegt. Und das hat sich im Laufe der Zeit, wie gesagt, durch den Aal, Verkostung, viel Fett und so weiter, ein bisschen zurück. Da haben wir andere Wege gesucht. Man ist eben auf die Seefischsorten mit draufgegangen oder ja, hat das eben halt wirklich weiterentwickelt. Ne? Die ganzen, ich sag mal, neu modernen Sachen wie Tintenfischringe, Scampis und so weiter, ist natürlich alles im Programm mit drin. Aber unser Hauptgeschäft liegt mehr oder weniger immer noch beim Aal. Wird der auch irgendwo verschickt, der Aal, oder wird der nur hier verkauft und konsumiert? Nein, der Hauptteil liegt natürlich hier bei uns im Verkauf, direkt am Hof. Aber wir haben natürlich in der Weihnachtszeit natürlich auch einen sehr, sehr starken Kundenversandanteil dabei. Die Leute, die hier gewesen sind, denen der Aal natürlich super gut geschmeckt hat, hoffen wir zumindest oder merken wir immer mehr, dass es immer ein bisschen mehr wird, dass wir den Aal bundesweit verschicken können. Was ist denn der Trick eigentlich beim Räuchern? Muss man da genau die Dosis treffen? Also einen Trick gibt es da mehr oder weniger nicht bei. Also es gibt keine Geheimrezepte, wie viele immer glauben oder sowas. Also bei uns ist es eben ganz normales Speisesalz, um den Aal zu würzen. Und dann ist es eben dieser alte Ofen, wo wir also immer noch mit Buchenholzen räuchern. Keine Elektrik, kein nichts, kein gar nichts, nichts mit Gas betrieben. Wirklich noch Handarbeit, wie es eben Urgroßvater mehr oder weniger angefangen hat. Wir sitzen hier auf einem alten Torfkahn. Wo haben Sie den denn her? Ja, das sind die uralten Fischerkähne hier bei uns am Starner Meer, abgenommen von Einbäumen. Sie haben einen sehr, sehr starken, dicken Boden. Wurde auch, Torfkahn kommt daher, weil sie eben zum Torfholen benutzt wurden und natürlich dann abgewandelt oder zur Fischerei mit benutzt wurden, weil sie unwahrscheinlich fest liegen, sehr, sehr gut im Wasser liegen. Man kann sehr, sehr gut drin arbeiten, nicht mit diesen wackeligen Kunststoffkähnen heutzutage. Und daher sind diese Boote also immer noch gerne genommen. Und dieser hat leider ausgedient. Ich schätze mal, der ist so um die 150 Jahre alt. Und ist mehr oder weniger noch zu Sitzzwecken geeignet. Lassen Sie sich denn hier auf dem alten Torfkahn auch manchmal ein Aalbrötchen schmecken? Ab und an lassen wir uns auch mal ein Aalbrötchen schmecken. Aber ich esse auch mal den Aal so ganz gerne so aus der Hand, so einen kleinen zwischendurch, sage ich immer, durch die Zähne ziehen, Kopf ab, Grete runter, Haut runter und dann wird er von der Grete gelutscht. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Was ist denn jetzt wichtig beim Filetieren? Ja, also auf jeden Fall so wenig wie möglich Abfall produzieren. Der ist mir halt sehr, sehr teuer, der Aal. Ne? So, Kopf ab. Dann habe ich hier die Grete, die kann ich sehen. Da schneide ich einfach mit dem Messer drauf runter. Ganz wichtig ist, das Messer nicht so schräg nach unten drücken. Ansonsten schneidet man durch die Haut, durch die Grete durch. So, und jetzt ist die Grete eigentlich mehr oder weniger schon fast raus. Da drehe ich das ganze Ding um. Und mache das gleiche von der anderen Seite. Filetiere den Aal wieder durch. Jetzt können wir noch die kleinen Feinheiten abschneiden. Das heißt also die Flossenstränge und so weiter. Die schneide ich einfach ganz kurz, einmal ganz dünn vorher. Denn wie gesagt, Abfall ist teuer beim Aal. Und jetzt schneiden wir einmal den Bauchlappen vorlang. Die braune Kante, die auch manchmal so ein bisschen kräftig sein kann. Dann drehe ich den ganzen Burschen um und fange von hinten einmal an und ziehe den ganz leicht, locker, flockig runter. Und jetzt haben wir pures Aalfilet. Na dann, guten Appetit. Lassen Sie es sich schmecken, wo auch immer Sie unterwegs sind. Raus in die Natur. Das war das Motto der heutigen Sendung, die Natur erleben und genießen. Und wir Norddeutschen wissen ja, es gibt kein schlechtes Wetter, auch in diesem Sommer nicht. Es gibt nur die falsche Kleidung. Insofern viele schöne Ausflüge, einen tollen Sommer noch und herzlichen Dank für Ihr Interesse.